Hi, habe mal eine Frage an dich. Bist du schüchtern? Also früher hätte ich das von mir auch behauptet. Aber auch nur, weil das Leute immer zu mir gesagt haben. Wenn die mich beschrieben haben, dann haben die immer gesagt, ja, die ist schüchtern. Ich habe das tatsächlich auch irgendwann geglaubt. Also es kam natürlich schon so ein bisschen auch aus der Familie raus, ist ja klar. Weil ich eben ein ruhigeres Kind war. Ich würde es eher introvertiert bezeichnen. Das heißt, ich habe eher immer beobachtet zuerst, bevor ich auf irgendwas reagiert habe. Ich habe eingeschätzt und so weiter. Das hat aber eigentlich nichts mit schüchtern zu tun. Ich bin auch überhaupt nicht schüchtern. Aber früher hätte ich das geglaubt. Und früher habe ich es auch geglaubt. Wenn mich dann jemand gefragt hätte, und ich mich hätte beschreiben müssen, so mit ein paar Eigenschaften, wäre schüchtern dabei gewesen. Hundertprozentig. Was ich dir damit sagen will, denk mal drüber nach, was für Eigenschaften, vielleicht Schubladen, oder Stempel dir aufgedrückt wurden, die du tatsächlich mittlerweile glaubst. Vielleicht gibt es auch sowas in die Richtung, irgendein Wort wie schüchtern oder sowas. Und das bist du aber überhaupt nicht. Aber du glaubst jetzt tatsächlich von dir. Überprüf da wirklich mal die Dinge, die Eigenschaften, die du wahrscheinlich schon viele, viele, viele Jahre mit dir rumträgst, die aber gar nicht auf dich zutreffen. Weil am Ende ist es ja so, wenn du es glaubst, dann verhältst du dich auch so. Ich habe mich früher dann auch so verhalten. Ich hatte wirklich bei manchen Dingen Angst, wenn ich auf irgendeine Bühne musste oder einen Vortrag halten sollte oder irgendwelche solchen Dinge, weil ich ja im Hinterkopf unterbewusst ganz tief drin hatte, ja, ich bin ja schüchtern und da habe ich Panik bekommen. Seitdem ich aber erkannt habe, sozusagen, dass es überhaupt nicht der Fall ist, dass ich überhaupt nicht schüchtern bin, seitdem ist es weg. Und da wirklich überprüf mal die Eigenschaften, die Stempel und Schubladen, die du da so hast. Ja, das lass mal einfach mal so stehen. Das gebe ich dir mit. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, du hast auch so tolles Wetter und bis demnächst.